Jetzt natürlich die spannende Frage, bekommen wir das auch mit der 51 hin? Hier müssen wir jetzt ein bisschen ja, aufpassen und uns die Zahlen gut merken. Vielleicht machen wir das alles zuallererst mal schriftlich. Wenn wir das schriftlich durchmultiplizieren würden, ziehen wir ja hier die Linie, rechnen das Ganze durch, dann hätten wir 4, 3, 2, 1, das wäre 20. Dann hätten wir hier 17, 11 und die 6. Zusammenrechnen und wir hätten das Ergebnis. Wenn wir jetzt aber schreibfaul sind und keine drei Zeilen dafür verschwenden wollen, geht es auch im Kopf. Nur hier aufpassen. Wir beginnen jetzt einmal mit 1 mal 4. Sind natürlich 4. Die dürfen wir auch noch schon notieren. Jetzt gehen wir los und rechnen 1 mal 3. Das sind die 3. Die merken wir uns. Müssen dann aber gleichzeitig 5 mal 4 rechnen. Wären dann bei 20 plus unsere gemerkten 3, erhalten wir 23. Die 3 dürfen wir notieren. Die 2, die merken wir uns. Wir gehen weiter. Jetzt müssen wir 1 mal 2 rechnen. Hätten dann 2 plus unsere gemerkten 2, wären wir bei 4, also 4 merken. 5 mal 3 sind 15 plus die gemerkten 4 ergibt 19, also die 1 gemerkt. Wir gehen weiter. 1 mal 1 sind 1 plus unsere gemerkten 1 ergibt 2. Also 2 merken und 5 mal 2, das sind 10, plus die 2 ergibt die 12. 1 gemerkt. 5 mal 1 sind 5 plus die 6, plus die 1 ergibt natürlich die 6. Ha, wer hätte es gedacht? Wir bekommen dasselbe Ergebnis und werden fertig. Also nochmal langsam. Wenn wir das in einer Zeile machen, beginnen wir mit der hintersten Zahl. Multiplizieren Sie mit der, schreiben das Ergebnis schon mal hin. Und dann müssen wir eben versetzt rechnen. Das heißt, 1 mal 3 plus 5 mal die 4 und so weiter. Je größer unsere Zahl hier hinten natürlich wird, umso umständlicher. Also mit 2 ist es noch, denke ich, machbar, mit 3 vielleicht gerade noch so, aber man muss sich halt viele Zahlen merken. Vielleicht braucht ihr es, vielleicht auch nicht.